Hallo Leute, wir wollen euch heute zeigen, wie man das hier verwendet. Dazu braucht man das hier. Und ein Blatt und ein Locher. Und den Locher, den haben wir doch hier gleich bereit. Ist doch gleich bereit. Es ist auch ein Traum. So, dann nehmen wir jetzt das Blatt Papier. Mit am besten was drauf geschrieben. So. Dann nimmt man, macht die alle so gerade auf einer Linie. Darauf müsst ihr achten, dass sie auch wirklich Kante auf Kante und Ecke auf Ecke. So. Und dann gibt es hier beim Loch so ein Hilfemodul sozusagen. Ja. Und zwar steht da. Und zwar steht da nämlich die Größe des Blattes drauf. Da müsst ihr natürlich die für euch passende einstellen. Bei uns ist das jetzt zum Beispiel A4. Das ist auch A4. Das ist A4. Also für A4 gemacht. Ja, das kann man aber auch für A5 oder so nehmen. Nee. Und zack, hat man da schon zwei Löcher drin. Und das Gute ist, die Überreste, die bleiben ja hier in dem Loch. Die kann man auch noch später als Konfetti zum Beispiel benutzen. Brauchen wir doch spontan mal. So. Dann kann man das hier so, also ich habe jetzt das aufgemacht, ich meine das aufgekriegt und das hier rausgezogen. Das nachher später zur Sicherheit. So, dann müsst ihr aufpassen, dass ihr das so macht, dass das hier an der Seite, das mit den Löchern so rauskommt. Nicht, dass ihr das andersrum macht, hier, dass man nichts sieht. Wozu sind die Löcher noch? Ja, das erkläre ich später. Das ist noch nicht. Wozu die sind? Na klar. Und das noch mal eins. Es gab leider technische Probleme. Also, ihr könnt diese. Komm ich da aus? Ihr könnt. Ihr könnt das hier nach außen oder wenn ihr mögt auch nach innen machen. Ich sage immer, wenn ihr mögt. Nach innen knicken und dadurch ist es fest. Also die können nicht mehr auseinanderfallen, die Blätter. Und das finde ich persönlich ganz toll. Macht so viel Spaß. Und, so much Spaß. Und diese Löcher sind nämlich, damit ihr das nochmal, dieses zusammengeheftete, nochmal in ein Heft einheften könnt. Damit ihr verschiedene Zusammenheftungen immer beisammen habt. Dazu braucht man natürlich auch noch einen Hefte, der so aussehen könnte. Eventuell, ja. Wir haben jetzt hier schon ziemlich viel drin, wie ihr seht. Ziemlich viele Zusammenheftungen wurden hier schon zusammengetragen. So, ihr könnt natürlich auch solche Apfelsinen, Mandarinen stimmen mit Lochen. Ich hatte das Episode, ich weiß lieber. Aber ihr könntet sie auch zum Beispiel enttackern. So. Und schon habt ihr das, eure Wohnung optisch aufgekämmt. Wenn ihr das ja, wenn ihr das hier so rumliegen lasst in eurer Wohnung. Oh. Das ist natürlich unsere Wohnung. Man sieht's. So. Und hier ist ein Stift. Damit kann man auch die Apfelsinen und die Blätter anmalen. Beschriften zum Beispiel. Ah, zum Beispiel mit dem heutigen Datum oder mit dem Namen von meinem. Gestrigen Datum. Ja, also zum Beispiel schreibt ihr hier. Das sieht man jetzt gar nicht. 0, wir zeigen euch das bei nochmal. Keine Sorge. 0, 1. Das ist heute der 6. Ja, aber wir haben natürlich das Spiegeldatum ausgewählt. So. Das ist natürlich jetzt spiegelverkehrt, aber ihr wisst schon, was ja, ich meine. Ja, ihr seid ja nicht doof. Wir müssen euch ja alles erklären. So. Und dann wisst ihr auch, wenn ihr das rausholt aus eurem Heft, mit den vielen Zusammenheftungen, wisst ihr auch gleich, das ist nämlich vom gestrigen Datum. Das ist nämlich ein Datum, was in der Nähe des Datums, wann es entstanden ist. Man sollte nie das echte Datum angeben. Nee, das ist ein Spion, oder? Hast du von der NSA gehört? Ich ja.
Das ist eigentlich immer besser, wenn man ein falsches Datum aufgibt, dass er angibt. Das sollte ihr auch bei Arbeiten in der Schule generell so machen. Damit auch euch keiner bespitzeln kann. Ja, damit auch keiner denkt, ihr schreibt die Arbeiten mit, ne? So kann auch keiner abschreiben. Ja, genau. Ja, kann nicht vorgeworfen werden, dass ihr die abgeschrieben habt. Weil ihr habt die am anderen Tag geschrieben. Die können euch gar nichts nachweisen. Die können mir gar nichts nachweisen. Einfach nur ein, zwei kleine Bier vielleicht. Die Deko macht sich auch immer gut im Mülleimer. Da kommt ihr mir besonders gut zur Geltung. Ja. Ja. Wenn ihr dieses Video gut fand, gebt uns einfach ein Like, damit wir wissen, dass es euch gefällt. Und schreibt in die Kommentare, was ihr noch für ein Video.